Hallo Leute, heute kommt ein Video davon und zwar, wie melde ich mich auf einer Live-Show an? Weil viele von euch da draußen ziemlich unerfahren und jung sind, was Live-Shows betrifft, wollte ich euch mal ein paar Informationen geben. Und zwar als allererstes bei einer Live-Show ist natürlich wichtig, wo ist eine Live-Show und wann findet sie statt. Die meisten Termine findet ihr auf dem Modellpferdeforum und dort findet ihr sie unter diesem Beispiel. Ich mache dieses Video übrigens, weil ich ja selber dieses Jahr wieder an der Live-Show in Bingen teilnehmen werde und vielleicht da ein paar von euch zu Gesicht bekomme. Das ist in der Nähe von Mainz oder eher gesagt Neustadt, Rheinland-Pfalz, liegt Bingen, glaube ich, denke ich jetzt mal. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich denke mal ja. Und ja, deswegen, vielleicht wohnen da ja von euch welche und können kommen. Auf jeden Fall ein paar Informationen zu Live-Shows. Als allererstes müsst ihr natürlich die Frau kontaktieren, die die Live-Show veranstaltet. Das wäre in dem Fall die liebe Gudrun. Die kenne ich jetzt schon seit 2 Jahren, seitdem ich eigentlich mit Briar angefangen habe. Von der habe ich mal meinen Pamplemousse gekauft. Ich kenne sie von Bing, ich kenne sie von Elmshausen, ich kenne sie von Versbach. Die ist eigentlich so gut wie auf jeder Live-Show zu finden. Wenn ihr die kontaktiert habt, müsst ihr einfach schreiben: Hallo liebe Gudrun, ich möchte dieses Jahr gerne an der Live-Show in Bingen teilnehmen. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir dazu die Starterlisten schicken würden. Die Anmeldegebühren könnt ihr überweisen. Dazu müsst ihr sie aber dann nochmal enger kontaktieren wegen den ganzen Überweisungsdaten. Oder ihr könnt die 20 Euro ihr mit auf die Live-Show bringen, das ist kein Problem. Das kann man aber bei größeren Live-Shows nicht, wie zum Beispiel die in Elmshausen. Und ja, wenn ihr die bekommen habt, dann schickt ihr euch eine E-Mail und da könnt ihr halt die Anmeldeliste ausdrucken. Dazu gehören die Kategorieliste und wichtige Informationen, wo ihr es danach hinschicken müsst. Dann gibt es noch ein paar Regeln und dann kommt natürlich die Starterliste, welche Pferde ihr starten lassen könnt. Und ja, wenn ihr das Kruscheln im Hintergrund seht, nicht wundern. Ich muss nämlich selber nochmal gucken, was ich selber aufgenommen habe und ja. Dann auf der Starterliste, das wird auch noch als einzigste zurückgeschickt zu der lieben Gudrun oder zu der anderen Veranstalterin. Oben müsst ihr dann euren Namen eingeben und falls ihr was essen wollt, könnt ihr auch eine Bestellung angeben beim Pizzaservice. Das ist auch nochmal zusätzlich dabei bei Bing. Und ja, dann seht ihr die liebe Starterliste, da könnt ihr insgesamt 30 Pferde anmelden. Das ist eigentlich so gut wie bei jeder Live-Show das Limit. Oder es gibt auch Live-Shows, wo 40 Limit ist. Auf jeden Fall müsst ihr halt den Namen eures Pferdes eintragen. Ihr könnt natürlich auch den Originalnamen eingeben, aber ihr könnt auch eurem Pferd einen eigenen Namen geben, das ist kein Problem. Dann natürlich der Besitzer, der seid ihr. Und dann könnt ihr die Klasse eintragen, die seht ihr dann auch nochmal auf der Kategorieliste, die ihr zugeschickt bekommt, welches Pferd bei euch reinpassen würde. Und dann gibt es immer den Zustand, A ist gleich Off, B ist gleich Cast und C ist gleich Resin. Eigentlich ziemlich übersichtlich, steht auch nochmal dabei. Und dann könnt ihr anfangen, eure Pferde einzutragen und das ist auch ziemlich schnell erledigt. Bei mir hat das nicht lange gedauert, weil ich ja alles vorgeschrieben habe und alles vorgeplant habe. Und ja, also falls ihr kommen wollt, ich schreibe euch nochmal die Adresse in die Beschreibung, aber das erste Mal, wo ich da war, war der Weg ziemlich kompliziert, also ich nehme keine Haftung dafür, falls ihr euch überfahren solltet, weil ich hoffe, dass wir es dieses Jahr gut finden, weil vor 2 Jahren war das nämlich ziemlich kritisch. Aber auf jeden Fall ist Bing eine sehr schöne Live-Show, sie ist sehr klein eigentlich, also erwartet da nicht so viel, aber es gibt sehr tolle Pferde. Und ja, Einlass ist ab 8 Uhr, circa 9.30 Uhr, fängt dann die Live-Show an, ab da lohnt es sich da zu sein. Wir werden wahrscheinlich um 6 Uhr losfahren, weil wir 2 Stunden fahren müssen. Und ja, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch ein kleines bisschen geholfen.